Hallo, hier ist Patricia Dender und ich bin Transformations- und Empowerment-Coach. Und ich habe hier ein Video von Greg Braden übersetzt, wo er nochmal genau Zusammenhänge zwischen Herz und Gehirn erklärt und wie wichtig diese Verbindung doch ist und von uns auf eine ganz einfache Art und Weise hergestellt werden kann. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit und ich freue mich über eure Kommentare, damit ich weiß, dass ich weitermachen soll. Alles Liebe, eure Patricia. Wenn wir Emotionen haben wie Ärger, Hass, Eifersucht, Zorn, dann siehst du hier in dem Bild, was für Informationen das Herz an das Gehirn schickt. Es ist ein ganz chaotisches Signal, es ist ein raues und Signal, das sich hier als Zickzacklinien darstellt. Und dieses Muster zeigt ganz genau, was für eine chaotische Information das Herz in dem Fall an das Gehirn schickt. Und das ist eben genau diese chemische Zusammensetzung, die unserem Körper sagt, dass wir ein hohes Maß an Adrenalin und auch Cortisol brauchen. Und diese Stressinformationen, das ist natürlich eine gute Sache für einige Momente lang. Aber du möchtest natürlich nicht jeden Tag, den ganzen Tag so leben unter diesem chemischen Einfluss in deinem Körper. Und so ist das, was du jetzt hier siehst, das, was passiert mit den chemischen Informationen vom Herz an dein Gehirn, wenn du deine Emotionen veränderst, wenn du deine Emotionen also transformierst von Frustration, Ärger, Hass, Zorn, Wut Richtung Freude, Mitgefühl, einfach diese ganzen positiven, herzzentrierten Emotionen. Hier geht es um Dankbarkeit, einfach Dankbarkeit für alles das, was ist. Und wenn du das tun kannst, dann verändert sich ziemlich schnell das Signal, das eben von deinem Herz in dein Hirn gelangt. Und dann wird es eben ein schön rhythmisches, gleichmäßiges, kohärentes Signal. Und so werden eben auch andere Signale an dein Gehirn geschickt und das Gehirn beginnt andere Chemikalien in den Körper auszulassen, herauszulassen. Und um das zu erreichen, so ist ganz einfach der erste Schritt, dein Bewusstsein, deine Aufmerksamkeit aus deinem Gehirn in dein Herz hineinzutragen. Aber in unserer Kulturgesellschaft ist das für die meisten Menschen einfacher gesagt als getan. Und wenn du Leute fragst, ja, bist du jetzt in deinem Herzen? Das, was die meisten Menschen tun, sie denken in ihrem Gehirn, wie es wäre, wenn sie in ihrem Herz wären. Und hier ist es, wo man von den ursprünglichen Völkern einfach etwas lernen kann. Und zwar ganz einfach, wenn du einfach deine Aufmerksamkeit auch körperlich, physisch auf dein Herz legst, in einer Art und Weise, dass angenehm für dich ist, also einfach nur deine Hand aufs Herz zu legen. Und hier siehst du in der Maya-Tradition oder auch in den veröstlichen Traditionen, wie hier immer wieder die Aufmerksamkeit körperlich, also mit den Händen, gefalteten Händen auf das Herz gerichtet wird. Auch die Buddhisten in ihrem Gebetsmudra, dort berühren sie ihr Sternum. Also auf Deutsch das Brustbein.
Also es ist ganz einfach, eine Berührung dort, wo dein Herz ist, nimmt deine Aufmerksamkeit dorthin, wo die Emotionen stattfinden, kreiert werden, die aus deinem Herzen kommen, die auf dein Herz bezogen sind. Also der erste Schritt ist, wenn du deine Aufmerksamkeit auf dein Herz legen kannst, einfach nur indem du dein Herz berührst, deine Hand aufs Herz legst. Und der zweite Schritt ist, dass du deine Atmung verlangsamst, also dass du zum Beispiel auf 5 zählst beim Einatmen und beim Ausatmen. Und warum das hier so wichtig ist, ist ganz einfach, weil der Moment, an dem du deine Atmung verlangsamst, das ist immer der Moment, wenn du dich sicher und aufgehoben fühlst. Du wirst nicht bedroht, du wirst nicht angegriffen, sondern du kannst dich einfach entspannen. Und durch diese verlangsamte Atmung bekommt dein Körper eben das Signal der Sicherheit und der Geborgenheit und dass er sich absolut hundertprozentig entspannen kann. Und jetzt kommt der Schlüssel, der dritte Schritt. Fühle das Gefühl, das in deinem Herz ist. Fühle dieses kohärente Dankbarkeitsgefühl. Dankbarkeit ist eines der stärksten Gefühle. Und das Institut für HeartMath hat herausgefunden, dass eben diese vier Gefühle, wenn du die in deinem Herzen kultivierst, dass diese der Motor für jegliche Kreation sind. Und diese vier Gefühle sind Wertschätzung, Dankbarkeit, Fürsorge und Mitgefühl. Und jetzt setzt du diese Kommunikation zwischen deinem Herz und deinem Gehirn in Gang. Und jetzt triggerst du deine Neuronen. Und diese Neuronen, die dehnen sich aus und suchen andere Neuronen, um genau diese Verbindung zwischen deinem Herz und zwischen deinem Gehirn neu zu verfestigen. Und das ist, warum es auch 72 Stunden dauert, also etwa 3 Tage, um diese Netzwerke zu bilden. Und je mehr du eben diese neue Verbindung intensivierst, desto stärker wird diese Verbindung in deinem Leben. Und jetzt machen wir eine Übung zusammen, die dir zeigt, wie du genau diese Verbindung, diese neue neurale Verbindung aufbauen und stärken kannst. Und zwar, am besten schließt du jetzt deine Augen und legst deine Hand aufs Herz. Und jetzt atmest du ein bisschen langsamer, als du normalerweise atmen würdest. Jetzt atmest du ein und auf 5 zählen zum Ausatmen. Und wenn du jetzt atmest, dann spürst du, wie dein Atem aus deinem Herz heraustritt und du fängst an, diese Gefühle der Wertschätzung, der Dankbarkeit, der Fürsorge und des Mitgefühls zu spüren. Und spüre diese Gefühle so gut, wie du nur kannst. Und hier ist es eben auch gut, wenn du dir vorher Gedanken gemacht hast, wofür du Wertschätzung spüren kannst, wenn du dir etwas vorgestellt hast, was Wertschätzung von dir entlockt, wofür du dankbar bist, Fürsorge, Liebe, Mitgefühl. Es ist ganz, ganz wichtig, dass du hier für dich ein entsprechendes Bild hast, ein Film, ein Szenario, in das du eintreten kannst und diese Gefühle kultivieren kannst in dir. Und was Forscher herausgefunden haben, ist, dass nur 3 Minuten dieser Übung, dieser Aufmerksamkeit, dieser Herzzentrumsübung eine Serie von Events und im Körper anstoßen, die dann in der Folge 6 Stunden andauern. Und so wird auch dein Immunsystem
angeregt und es bilden sich Antikörper. Also du kannst es zu jeder Tageszeit tun. Du kannst es machen, bevor du schlafen gehst oder bevor du aufwachst oder wenn du aufgewacht bist. Und diese einfache Technik, so einfach und simpel es doch zu sein scheint, sie ist der Schlüssel, um deine Schöpferkraft in dir zu aktivieren.